Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss. Und ich habe Julian jetzt ja vor dieser Folge umgestylt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das nicht extra nochmal aufzunehmen, weil so spannend fand ich das jetzt auch nicht. Ihr werdet ja sehen, wie er aussieht. Ich habe ihm ein bisschen andere Frisur gegeben. Die seht ihr ja nicht meine, die habe ich bisher noch keinem anderen Sim gegeben. Kann mich natürlich auch irren, weil ich irgendwie gefühlt jede Frisur schon mal verwendet habe, aber ich fand die Frisur ganz cool. Ja, deswegen wollte ich die verwenden. Ich meine sogar, die ist noch nicht mal aus dem Store, sondern ich glaube, das ist eine Showtime-Frisur. Kann das sein? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber der Gute wacht gerade auf, weil er halt schon ausgeschlafen hat. Und dann kann er sich mal umziehen. Dann können wir gleich sein Bett machen, wenn er fertig ist. Das ist also seine neue Schlafkleidung, wie ihr sehen könnt. Und gleich seht ihr auch noch seine neue Alltagskleidung. Weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht unbedingt notwendig, da nochmal das Umstyling zu zeigen, weil ich das auch eben nur ganz kurz gemacht habe. Das zeige ich euch eben gleich, was er als Alltagskleidung hat, weil er sich ja gleich umziehen wird. So, da dieses hübsche Oberteil, was ich meine, bisher auch noch nicht verwendet habe. Es könnte sein, dass ich es bei Ryan mal verwendet habe, aber ich weiß es nicht. Ja, das ist so sein Outfit, relativ simpel eigentlich. Er ist jetzt nicht so. Ist jetzt nicht so der krasse Stilbruch zu vorher. Und er sieht halt cool und schick aus, wie immer, der gute Julian. Ich meine, so kennen wir ihn ja. So, jetzt schicke ich einmal noch Flame in den Stall. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch jetzt von letzter Folge erst gemacht habe. Hier das alles aufgebrochen. Ja, guck mal, jetzt können nämlich beide auch hier schlafen, wenn man das hier offen lässt. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schade, aber es ist, wie es ist. So, und alle anderen schlafen soweit noch. Die Kinder sollten auch gleich wach sein. Amelie und Moritz, zumindest Amelie, genau. Amelie steht jetzt auf. Kannst dich auch umziehen. Es ist ja jetzt auch Sommer. Sehr gut. Ich habe ihm jetzt nicht so die sommerlichen Klamotten gegeben, fällt mir mal auf, aber weiß ich nicht, brauchst du ja auch nicht unbedingt. Er wird jetzt hier auf jeden Fall noch ein paar Tage bei uns verbringen. Ich habe, wie gesagt, immer noch nicht das Haus gebaut. Also. Mir fällt es ehrlich gesagt aktuell auch ein bisschen schwer, Häuser zu bauen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das wird und so weiter, wenn ich das hinkriege. Aber ich habe auf jeden Fall vor, ihm ein neues Haus zu bauen oder sowas in der Richtung. Jobs und Angebote, okay. Ich glaube, dann muss ich da hingehen, wo er. Ah, heute ist ja Zeugnisvergabe. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich weiß gerade gar nicht, wann ist das? Ist das 8 Uhr? Ist das 9 Uhr? 10 Uhr? Bin mir nicht sicher. Würde mich aber natürlich freuen, wenn wir es erstmal hinbekommen würden hier, dass alle essen, dass vor allem die Eltern auch dann ausgeschlafen sind einigermaßen. Denn ich denke mal, die Kinder werden ja dann zur Schule gehen. Ist natürlich dann ein bisschen doof mit Wochentag, aber das wird schon passen. Dann werden die Eltern wenigstens zur Zeugnisvergabe gehen, so gut es passt. Genau, du schläfst, du bist wach. Nein, du gehst Moritz nicht wecken, obwohl ich das Gefühl habe, er ist schon längst dabei. Gut gemacht, Toffi. Nicht. Und wacht er auf? Nein, sehr gut. Wir haben es gerade so noch verhindern können. Ah, Toffi. Immer wieder schlimm mit dir, Hundi. Und Aurora, genau. Aurora sollte auch wach sein. Du kannst dann hier drin mal pieseln. Dann kannst du hier draußen was futtern. Hier Heu fressen, mit den Pferden dabei spielen. Und was trinken. Und dann sollte es dir auch super gehen. Genau. Und Julian sitzt hier schon mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Du solltest auch. Oh, sauber machen müssen wir die Dusche auch noch. Könntest hier sauber machen. Und ich hoffe, es ist noch arme Ritter da. Ja, sehr schön. Dann steh mal auf, Moritz. Und ja. Du bist schon fertig mit Essen. Dann räum vor allem mal das hier auf. Das wäre, glaube ich, ein bisschen besser. Weil das schon gammelig ist. Das wäre cool, wenn du das wegräumen würdest. Schade, dass der PC gerade ein bisschen. Naja, nicht ganz so gut kooperiert heute, aber. Davon lassen wir uns die Folge hoffentlich auch nicht vermiesen. Du kannst dann hier mal die Wäsche in den Trockner geben. Ich weiß halt echt nicht, wie lange das noch dauert, bis die Zeugnisvergabe stattfindet. Aber ich sehe gerade, hier liegt noch ein bisschen Kuchen rum. Räum den doch bitte gern auf, Julia. Weiß nicht, ob hier noch was rumliegt. Ich glaube, das war das Einzige, was hier noch ist. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, und dann möchte ich auf jeden Fall auch gern noch den Job für ihn auswählen. Beziehungsweise ihn.
In einen Job eintragen, reingehen lassen. So in der Richtung. Dann könnten wir danach hier vielleicht mal uns mit Netshow anfreunden, ein bisschen fürs Soziale sorgen. So. Dann solltet ihr beiden euch wieder ganz gut vertragen. Beziehungsweise, was heißt ganz gut vertragen? Die vertragen sich perfekt, aber ne, die sollten dann wieder hohe Sozialwerte haben. So, du gehst futtern. Alles klar, ihr beide schlaft noch. Ja. Wenn du damit fertig bist, würde ich mich freuen. Ich meine, da ist eh noch ein bisschen Zeit, wenn du schon mal hier die Musikkarriere startest. Denn genau das ist ja der Plan, den wir haben. Ich wurde ja jetzt schon mehrfach gefragt. Ich habe es auch mehrfach erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Aber ich wurde es trotzdem mehrfach gefragt, ob denn Julian studieren gehen wird. Und ihr seht es ja gerade. Also ich lasse ihn jetzt die Musikkarriere wählen. Das heißt, er wird nicht studieren gehen. Er wird nicht zur Uni gehen, sondern er wird hier direkt arbeiten, mit Arbeit loslegen. Man muss ja auch nicht, also es muss ja auch nicht jeder Mensch und auch nicht jeder Sim studieren. Und da gehört. Oh, ich brauche noch den Cheat. Fällt mir gerade mal ein. Dich habe ich auch nicht teleportiert, ne? Ist auch nur. Naja. Dann kannst du gleich zur Schule gehen. Müsste ja jetzt gleich der Unterricht starten. Hallo. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, ne? Du auch. Sehr gut. Dann kannst du vielleicht mal. Ach, seine Hausaufgaben sind schon weg. Okay. Oh, ich glaube, so früh waren wir noch nie an der Schule, oder? Warte mal, hä? Nicht doof? Derzeit kein Unterricht? Was ist los? Ich bin irritiert. Warum ist heute kein Unterricht? Es ist Montag. Es ist 8 Uhr. Was ist passiert? Oder liegt das daran, dass heute Zeugnisvergabe ist? Ist dann kein Unterricht? Ich weiß wirklich nicht, was gerade abgeht. Aber. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Also gar nicht. Dann kommen wir wieder nach Hause. Dann können wir mit den Pferden ein bisschen reiten. Weiß ich nicht. Wer hat jetzt eine gute Idee? Weil dann können wir die Zeit gut nutzen. Das irritiert mich jetzt aber richtig. Warum haben wir keinen Unterricht heute? So, du kannst schon mal duschen gehen. Und danach kannst du hier das Bett machen. Du ziehst dich erstmal um. Keine Ahnung, was los ist. Also wirklich nicht. Ich meine, es wird gleich eh Zeugnisvergabe sein, aber solange wir noch Zeit haben, können wir Amelie mal kurz nach Hause schicken. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum kein Unterricht ist. Obwohl, nächste Folge ist ja dann schon wieder Musetag, ne? Wenn am Mittwoch, sagen wir es mal so, wenn am Mittwoch auch keine Schule mehr ist, dann wird wahrscheinlich das Rabbit Hole kaputt sein und ich muss das irgendwie resetten. Keine Ahnung, wie das jetzt plötzlich kaputt gegangen ist, aber so. Prinzipiell werde ich das wahrscheinlich dann resetten müssen. Aber ja, kein Schimmer, wie das passieren konnte. Dass wir jetzt plötzlich keinen Unterricht haben. Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Es ist Montag, es ist Schultag. Da steht ja, startet in einem Tag einer Stunde. Kann gar nicht sein, weil morgen ist Musetag, Spiel. Denk doch mal mit hier. Es kommt einfach die ganze Zeit kein Unterricht. Verstehe ich nicht. So. Dann. Wo rennt das Pferd denn jetzt hin? Hä? Nein, du solltest da bleiben. Wieso? Ich komme hier an für das Pferd, bin voll früh und dann rennt das Pferd einfach weg. Schlimm, ey. So, bürsten, Hufe auskratzen. Halskraulen und dann kannst du gerne mal aufsitzen. Das ist soweit jedenfalls der Plan. Du gehst zu deinem Job los. Du hast schon fertig gegessen. Das hast du fein gemacht, Moritz. Sie geht jetzt los. Ist denn überhaupt noch arme Ritter da? Ja, sehr gut. So, was hast du denn für Wünsche? Du möchtest dich mit Laila gut befreunden und du möchtest angeln gehen. Ja, dann lassen wir dich heute angeln gehen, da heute ja
Unerwartet. Tut mir leid, dass du krank geworden bist. Gute Besserung. Oh, okay. Ja, aber heute ist ja scheinbar eh schulfrei. Keine Ahnung. Ja, ich überlege, ob wir den Guten einfach mal angeln lassen. Angeln gehen lassen, weil er sich das ja eh wünscht. Und dann können wir das doch mal machen. Wo wäre denn ein guter Ort zum Angeln? Vor allem hier in der Nähe. Naja, der Fluss hier unten, ne? Vor allem ist es hierhin ja auch gar nicht so weit. Dann sind hier keine irgendwie Fischis. Doch, da sind Fischis. Dann kannst du ja schon mal hier hingehen. Das ist eigentlich ein ganz guter Angelort. Der sieht halt auch aus, als wäre der ein bisschen mehr benutzt. Ein bisschen dunkler, erdiger. Das ist doch schon mal was. So, ihr habt mir auch gesagt, man kann mit mehreren Leuten Freunde fürs Leben werden. Und scheinbar ist Amelie so eine, die irgendwie ganz viele Freunde fürs Leben haben möchte. Aber bin ich dagegen. Vor allem kennt sie die anderen noch gar nicht wirklich. Also ich kenne die jedenfalls nicht wirklich und deswegen kennt sie Amelie auch nicht wirklich. Weil ich meine, das sind unsere beiden besten Freunde. Vielleicht können wir mit Lea Lotte auch noch Freunde fürs Leben werden. Aber Tristan, den kennt sie nur von der Schule. Erik auch. Daniel auch. Okay, Maximus. Ja, doch, vielleicht eher noch, aber ne? Wisst, was ich meine. Es ist einfach, es ist nicht richtig. Das funktioniert hier so nicht, Leute. Das funktioniert nicht. Mit Moritz haben wir uns angefreundet. Sogar mit Erika hat sie sich angefreundet. Und hier, wie ist mit Theo, Leo, die Drillinge oder was das waren. Wer ist das? Ach, das ist ja, stimmt, das ist Tracy. Wo haben wir denn? Ach, hier, Travis McDermott, okay. Mit dem wollen wir uns auch anfreunden. Mal schauen, was wir heute so machen können. Sie will unbedingt Sven einladen, Näpfe füllen und keine Ahnung, was die für komische Ideen die ganze Zeit hat. Schlimm mit ihr. So, genau. Er geht zu seinem Job. Musik. Ja. Und wir wollen ja nicht einfach nur Musiker werden, wir wollen ja Rockstar werden. Und das heißt, ab, naja, nicht ab morgen, ab Donnerstag erst, wenn wir arbeiten. Oh, ich möchte aber wenigstens noch einen Arbeitstag mit dir haben, Julian. Einen Arbeitstag wenigstens. Das wäre schon ziemlich cool. Könntest du vielleicht irgendwie hier in den Park gehen und da schon mal ein bisschen Gitarre spielen? Vielleicht sogar für Trinkgeld? Vielleicht kommt ja jemand vorbei und hört uns zu? Das wäre doch cool. Wir probieren es einfach mal, Julian. Wir probieren es. Ja, können ja mal sagen, was er für sein Outfit haltet. Ich weiß nicht, ich konnte diese, so cool seine Frisur als Teenager auch war, ne? Nichts gegen die Frisur. So cool die auch war, aber ich konnte sie einfach nicht mehr sehen. Ich wollte endlich mal eine neue Frisur für Julian. Und ich finde, die sieht auch ziemlich cool aus, die er jetzt hat. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Ich würde davon ja einen Screenshot machen, aber der Hintergrund sieht einfach so kacke aus. Also, ein Screenshot fürs Thumbnail. Das da sieht einfach so kacke aus. Weil nicht so viele Grundstücke gleichzeitig laden. Normalerweise sieht das Grundstück. Wartet, bis es lädt. Ja, Spiel. Normalerweise sieht das Grundstück so aus. Und da sieht das voll schick aus und alles. Mit Säulen und allem. Aber wenn man halt jetzt das Grundstück lädt, also bei mir lädt halt immer nur eins gleichzeitig, weil das weniger anstrengend für das Spiel ist. Und ja, dann sieht das halt ein bisschen doof aus. Gut, weiß nicht, ob wann die Zeugnisvergabe jetzt stattfindet. Du kannst ja mal ein bisschen mit ihm ausreiten. Im Galopp. Mit ihr. Sorry. Mit ihr. Mit Aurora. So, du kannst auf jeden Fall mal wieder aufwachen. Und kannst hier ein bisschen Heu fressen. Ein bisschen mit dem Pferdeball spielen. Du kannst ein bisschen länger schlafen. Ihr habt da euren Spaß. Sehr schön. Dann kannst du danach was futtern. Sammelobjekte schnüffeln. Und auch du kannst danach Sammelobjekte schnüffeln. Das ist doch wunderbar. Mina Warden ist nicht mehr. Ach, die hat eine Kostümparty, oder? Deswegen war Layla auch so in einem Kostüm. So, da ist der kleine Moritz. Sehr schön. Dann kannst du ja hier mal. Wo waren die Fischis? Da, genau. Kannst ja da mal ein bisschen angeln. Das ist ja so ein bisschen dein Wunsch, ne, klein Moritz? Dass du ein bisschen angeln gehst. Er steht ein bisschen sehr nah am. Du musst nicht auf die andere Seite des Ufers, Moritz. Oh, die Abschlusszeremonie beginnt. Sehr schön, sehr schön. Ihr geht alle los, du auch. Ja, passt schon ganz gut. Ich wünschte nur, sie würde halt mit dem Pferd dahin, aber sie wird da jetzt wohl absteigen, oder? Wie die immer noch aussieht. Ah, das ist absolut, absolutes Talent fürs Reiten, Amelie. Absolut, nicht schlecht. So, ja, bin mal gespannt, was sie jetzt machen wird.
Oh, es wäre so cool, wenn sie da jetzt hin. Sie galoppiert da wirklich hin. Oh mein Gott, Amelie, du bist meine Heldin. So habe ich mir das vorgestellt. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das automatisch macht. Also, dass sie da halt erst hinreitet und dann erst absteigt. Sondern ich hätte halt gedacht, dass sie erst absteigt. Aber Amelie, du bist klüger, als ich gedacht hätte. Und das ist was Positives. Reiten Level 4. Hä? Hatte sie nicht mal Reiten Level 5? Habe ich da was Falsches angeguckt? Okay, Reiten Level 4. Ach nee, stimmt. Ihr habt mir ja gesagt, erst ab Reiten Level 5 wird sie wahrscheinlich einigermaßen sicher auf dem Rücken des Pferdes aussehen. Wow, wie alle Fahrrad fahren und sowas. Hättet ihr beiden nicht wenigstens mal gemeinsam mit dem gemeinsamen Auto fahren können, Leon und Sophia? Ich weiß ja nicht. Aber okay. Gut, wir sind gleich da. Ach, da sind noch mehr Absolventen. Oh, das ist ja cool. Vor allem, wie wir hier mit dem Pferd sind und alles. Das ist ja cool. Wer ist denn hier alles? Manuela, Betty. Ach, Betty ist auch hier. Ach, wie cool ist das denn? Oh, das ist echt super, oder? So viele Leute, die hier sind. Oh, hier ist sogar Fatima. Und Wladimir, die Eltern, die McDermotts. Travis ist hier, weil Maximus den Abschluss macht. Und oh, das ist ja voll cool. Ey, das ist echt. Ich finde das echt super. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das super. Erika. Und da ist Julian, unser guter Julian, der gerade auch da reingeht und seinen Abschluss macht. Oh, das ist echt cool. Und Aurora ist sogar bis hierher gekommen. Was ich super finde. So, jetzt überlege ich nur, wo können wir die Gute denn hinschicken, dass sie hier mal ein bisschen trinken kann danach. Weil, genau. Reiter loswerden. Ich dachte jetzt schon, gehst du auch mit rein? Weil sie das Ding jetzt angezeigt hatte. Mary Kay. Und Kurt und aha, die Shellos kommen hier also mit einer Limousine an, alles klar. Da zieht sie sich schick um, die gute Amelie. Ach schön, da kommt Sophia an in ihrem, ja, in ihrem Abendkleid muss sie Fahrrad fahren. Danke. Danke, Leon. Sehr nett von dir auf jeden Fall. Da ist er auch schon. Moritz geht da, glaube ich, auch gerade rein, oder? War das Moritz? Nee, oder? Ich weiß es gerade. Doch, das war Moritz. Sehr gut. Da gehen sie also alle rein. Dauert vielleicht noch ein bisschen, bis alle drin sind. Tristan hat auch seinen Abschluss. Oh, ich finde das immer voll cool mit dem Abschluss. Ich weiß nicht, ob das kommt erst mit Lebensfreude, oder? Ich weiß nicht, ob man das. Ich glaube nicht, dass man das standardmäßig im Spiel hat. Aber ich meine, das kommt mit Lebensfreude. Kann auch mit was anderem sein. Jedenfalls möchte ich dann, dass alle gemeinsam Mittagessen gehen und ausreiten möchtest du. Du machst doch gerade eben was ausreiten. Und dann hatte ich eigentlich noch den Plan, dass Julian vielleicht nochmal ein Date hat mit seiner liebsten Betty. Das hat ja das letzte Mal nicht ganz so gut geklappt. Aber er möchte mit ihr abhängen, er möchte ein Ständchen bringen, er möchte mit ihr in die Sterne schauen. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, das können wir irgendwie arrangieren, dass die da ihre Freude haben werden. So, wie sieht das denn hier aus mit euch, Pferdies? In der Zwischenzeit schauen wir doch mal, was ihr hier so für einen Spaß macht. So, du kannst damit mit dem Pferd dabei spielen. Du hast da auch deinen Spaß. Du solltest dann aber gern auch mal hier ein bisschen futtern. Und Aurora, wie gesagt, ist dort. Die kann ja auch direkt nochmal zurückgaloppieren gleich. Und ihr, ja, spürt Sammelobjekte auf. Das ist sehr schön. Okay. Auroras Pferd mitten in der Innenstadt. Vor allem ein Einhorn. Oh, wisst ihr, was wir machen können? Hey, da ist noch ein Einhorn. Hey, Wildpferd. Also nicht Einhorn. Hey, Wildpferd. Wildpferd. No. Wisst ihr, was wir machen können? Wir können hier einfach mal so ein Feuer. Was brauchen wir denn hier nicht so? Hier, komm, der Park, der ist egal. Hier, entzünden. Einfach, weil wir es können. Machen wir das jetzt mal. Und weil es ja egal ist, was irgendein öffentlicher Ort ist. Entzünde! Entzünde das Gras, Aurora. Oh Gott, wie das aussieht. Mit den leuchtenden orangen Augen. Cool. Ja. Schön. Hast du gut gemacht, Aurora. Oh, die Pferdegemeinschaft, die kommt schon? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich schon kommt. Könntest du denn jetzt schon zur Arbeit gehen? Nein. Das wird immer nur angezeigt, obwohl. Hey June, möchtest du doch gar nicht mit in. Sie sah gerade fast nackt aus. Möchtest du doch nicht irgendwie mit zur Preisverleihung, zur Zeugnisvergabe gehen? Okay, alles klar. Mach nur. Kannst du noch irgendwas hier machen? Nö. Und dann bleib da einfach stehen.
Ding ist halt nur, ich möchte die anderen alle noch essen lassen. Deswegen, sorry Aurora, aber ich weiß gerade auch nicht, was wir mit dir machen können in der Zwischenzeit, bis die alle fertig sind. Weil die Zeugnisvergabe dauert noch ein bisschen, wie ihr sehen könnt. Ach ja, Aurora. Du kannst natürlich auch nach Hause gehen, wenn du möchtest, wenn dir das lieber ist. Also bis auf Leon sollten alle relativ schnell rauskommen. Sehen ja alle relativ ähnlich aus von der Geschwindigkeit. Warum machst du nix, Hundi? Du könntest. Oh, das ist ja wieder dort, ey. So, der Hundetreffpunkt Nummer 1. Es hätte eigentlich kein Pferdeort sein sollen, sondern ein Hundepark, weil die Hunde ständig dort sind. Die sind da öfters, als hier Pferde sind. Vielleicht sucht er auch einfach nur Gesellschaft. Leonard, was? Leonard Kaplowski? Oh, haben die was miteinander? Also, ich kenne den Typen nicht, aber der sieht cool aus. Also, das stört mich nicht, dass der im Spiel ist. Der ist auf die Liste der besten Studenten geschafft. Wir sind gerade gar nicht in der Schule. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Was zur Hölle geht mit diesem Spiel gerade vor sich? Naja. Naja, egal. Aber ja, wie gesagt, essen gehen, Mittagessen gehen würde ich noch oder vielleicht sogar schon nachmittags. Würde ich gern noch mit den allen. Yay! Julian hat die schulische Laufbahn in der Einrichtung Oberschule der Nachbarschaft mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Seine Mitschüler haben ihn gewählt zu extrem beliebt. Das passt zu Julian. Diesem jungen Schulabgänger steht eine rosige Zukunft bevor. Oh, na, das ist nicht Julian. Doch, das ist Julian, aber er hat die falsche Frisur. Die Diplome und Preise befinden sich im Inventar. Dann schauen wir doch mal, was haben wir denn? Extrem beliebt und Oberstufendiplom. Hey, Julian, Glückwunsch. So, und passend regnet das jetzt. Yay. Ihr seid alle fertig. Das heißt, Julian lädt euch jetzt bald zum Essen ein. Wir haben ja eigentlich nur das Restaurant, ne? Ja. Ah, nee, wir haben auch das hier. Ich glaube, in dem Warenhaus und Café waren wir noch nicht. Aber, obwohl, es stimmt, jetzt regnet es ja. Dann gehen wir mal gemeinsam hier essen mit Amelie. Oh, mit Jamie? Komm, Jamie nehmen wir auch mit, wenn er auch in der Nähe ist. Hä, Jamie, wo bist du denn? Ich wüsste gern, wo Jamie ist. Da ist er! Jamie, komm mit! Komm mit essen! Wie geil, dass du hier bist! Wie er sein Gehstock schwingt hier, der alte Jamie. Hat es natürlich immer noch drauf, aber ich denke mal, jetzt, wenn er so nah ist, wird er doch bestimmt auch direkt mitkommen, oder? Komm, Jamie. Auf geht's. Ja, er zieht sich schon um. Das ist mal ein Outfit. Aber es ist mir eigentlich auch relativ egal. Jamie hat seinen exzentrischen Stil. Den kann er ruhig behalten. Los geht's. Oh Gott, der braucht ja ewig. Kannst du nicht mehr rennen in dem Alter, Jamie. Na gut, jedenfalls gehen wir alle hierher. Oh, da ist Grants. Hallo. So. Jamie, wird's noch lange dauern? Können die anderen schon mal reingehen? Ach, Jamie. Guck mal, wie jetzt alle auf dich warten müssen. Guck mal, wie sogar ein Bild gemacht wird. Wird ein Bild von Julian oder von Leon gemacht? Ich kann es nicht genau sagen. Er schaut Julian an, aber macht ein Bild von Leon? Das ist verwirrend. Da ist auch Moritz. Moritz, hast du dich gar nicht schick angezogen für den Restaurantbesuch? Ach so, stimmt, er zieht sich ja nie schick an. Guck mal, er möchte Patrick begrüßen. Das ist sehr süß. Oh, Jamie hält natürlich wieder alle anderen auf. Aber es sollte trotzdem gehen. Weiß nicht, wie das mit dem Date wird. Das wird eher ein Abenddate. Aber passt. So, wie sieht's bei dir aus? Du kannst auf jeden Fall mal was trinken, was futtern. Trinken. Heu fressen. Du kannst danach hier rein. Ich habe dir jetzt schon fünfmal gesagt, dass du Heu fressen sollst, aber irgendwie macht sie das die ganze Zeit nicht. Dann kannst du hier dich mal beschäftigen. Aurora ist ja immer noch in der Stadt. So, und ich hoffe mal, dass ihr langsam mal. Was möchtest du? Konzert besuchen. Das können wir mal machen. Oh, das wäre voll cool, wenn wir ein Konzert mit Tutus Sille besuchen könnten. Oh, Jamie ist da. Endlich essen. So, Leute. Ab geht's. Rein. Rein in die gute Stube.
Da waren wir, wie gesagt, noch nie drin. Wir waren irgendwie immer nebenan in dem Restaurant. Und es ist halt immer noch total ungünstig, wie ich das gemacht habe. Dass hier halt so viele Sachen sind und im Rest der Stadt halt so wenig. Andererseits ist das aber halt auch die Innenstadt. Ich meine, es ist klar, dass hier die ganzen Läden sind. Zwei Restaurants, dann haben wir hier noch den Imbiss und so weiter. Die ganzen Läden. Macht halt Sinn, dass die hier sind und nicht jetzt hier irgendwo in der Pampa verteilt. Aber Restaurants könnte man halt eigentlich echt in der ganzen Stadt verteilt gebrauchen. Also so ein Tipp für euch, falls ihr irgendwie versucht, eine Stadt zu gestalten oder falls ihr irgendwie eine Stadt neu gestalten wollt, dann versucht die Restaurants möglichst zu verteilen und nicht so wie ich alle in die Innenstadt zu packen, weil dann muss man immer dahin gehen. Und das macht ja auch nicht so viel Sinn. So, geht ihr auch noch rein? Mädels, Jamie, Moritz. So, wir lassen das natürlich zurückgehen, weil dann kriegen wir irgendwie was gratis. Ja. Das sind so die Tricks und Kniffe, die man halt so kennt. Bei Sims 4 ist das ja alles immer sehr zufallsgeneriert. Bei Sims 3 ist es tatsächlich oftmals immer die gleiche Antwort. Bei manchen Sachen zumindest. Bei den Restaurantsachen irgendwie immer. Bei Arbeitssachen nicht wirklich. Ich finde den Regenschirm so cool. Er ist fast so wie die, den jeder hat. Also, oh. Jamie hat doch eben einen anderen Regenschirm genommen. Jetzt nimmt er den, den ich ihm vor Ewigkeiten gegeben habe. Interessant. Gut. Naja, dann. Dann beeilt euch mal, Leute. Ich weiß gar nicht, ob das schneller oder langsamer geht. Ja, ich habe das Gefühl, das geht schneller. Weiß nicht genau. Und das ist Bettina. Sehr schön. Okay. Ferdi, du kannst ja mal gerne hierher kommen schon mal. Dann können wir nämlich direkt mal zurückgaloppieren. Hallo. Hallo, Aurora. Aurora ist halt immer so sofort da. Das ist schon ziemlich cool. Da sollte eigentlich gleich Amelie kommen. Und dann kann sie sich mit dir beschäftigen. So, und dann würde ich dich gern auf ein Date einladen, meine gute Betty. Ich weiß noch nicht wohin, aber irgendwohin werden wir schon. Da werden wir schon irgendeinen schicken Ort finden. Du hast deine Hausaufgaben ja schon gemacht, natürlich. Oh, wisst ihr, was cool wäre? Wenn wir mal zu den Köpernick-Reusses nach Hause gehen. Gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. So, wo wollen wir denn unser Date haben? Mit der Guten. Es muss halt irgendwie was drin sein, weil es halt gerade echt eklig regnet. Das wäre nicht cool, wenn wir dann draußen unser Date haben. Was wäre denn ein schöner Ort? Ich habe halt nichts so wirklich Romantisches. Ich habe halt so coole Orte und sowas, aber nichts so Romantisches. Ich brauche schon romantische Orte. Ja, aber Betty ist halt eher so ein Fan von romantischen Sachen, deswegen weiß ich nicht genau. Ins Café, ich meine, so krass cool ist das Café jetzt innen auch nicht. Ich meine, dahin? Wir sind ja in der Nähe. Komm, wir gehen dahin. Ist schon okay. So, Jamie kommt ja gleich raus. Dann können wir vielleicht mit Jamie gleich irgendwie kurz eine Gruppe gründen. Dann kannst du vielleicht mit ihm irgendwie eine Grimasse schneiden. Und, ach, da ist Leon. Hallo, Leon. Super. Ich hoffe, sie kommt wirklich hin. Der Regenschirm, ey. Immer wieder. Immer wieder geil, der Regenschirm. Mein guter Leon. Der ist super. Da kommt Jamie. Und ich würde gern eigentlich mit Jamie, unserem Bruder, der ist halt so, er ist alt, aber er ist unser Bruder immer noch. So, wir können ja mal fragen, ob wir mit ihm eine Gruppe gründen können. Komm. Oh, sag mal, ja, gründ doch einfach mal eine Gruppe mit ihm. Ach so, nee, können wir ja nicht, weil er hat ja gleich ein Date. Können wir das irgendwie anders hinbekommen? Wartet mal, wo wollte ich hin? Hier hin. Ja, aber Luisa gerade nicht da ist. Können wir irgendwie hier hingehen mit? Geht das? Bin mal gespannt, ob das geht. Oh Gott, das muss das Grundstück ewig laden. So. Hier hingehen mit. Amelie, Jamie, Leon, Moritz. Geht das? Komm schon. Wir haben heute unseren freien Tag. Wir müssen das nutzen. Wir müssen mal zu denen hingehen. Gut, dann gründen wir keine Gruppe. Dann warten wir hier hoffentlich, bis Betty herkommt.
Und wir werden mal hier oben drauf gehen, weil hier ist nämlich kein Regen. Ich hoffe es jedenfalls, wenn man hier ist. Nee, genau, seht ihr? Kein Regen. Regen ist nur um uns drum. Sehr schön. Aber es ist wirklich ein sehr romantischer Ort und ich glaube, hier würde ich auch. Naja, ich will ja eigentlich nicht, dass die beiden heiraten, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oh nein, warte mal, du darfst gar nicht mitgehen. Du musst ja wieder nach. Du musst ja. Stimmt ja. Du sollst ja hier aufsitzen. Auf dir. Oh. Emily, du kommst nicht mit. Alle anderen gehen hin. Gehen alle anderen noch? Nein. Okay, warte. Warte, wir machen das nochmal. Sorry, ich habe nicht dran gedacht, dass Amelie ja nicht mitkommen soll, weil Amelie sich ja mit Hallo Aurora beschäftigen soll. So, nochmal. Also, ja. Hierhin gehen mit. Nicht mit Aurora, mit Jamie, Leon und Moritz. So, das würde ich gern haben. Würdet ihr bitte treffen, treffen, treffen. Und Amelie mit Aurora, ne? Ja, das funktioniert jetzt richtig. Eins wollte ich gucken. Haben wir vielleicht irgendwie ein Konzert hier gerade? Nee, Film. Okay. Also wollt ihr eigentlich ein Konzert besuchen? Wo zur Hölle gehst du hin? Was zur Hölle tut ihr beiden da? Nein. Einfach nur. Warum bist du denn jetzt nicht mit unterwegs? Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen oder so? Und wo ist Betty? Oh, Leute, das wird doch nichts hier mit euch, ihr Deppen. Ihr ganzen Deppen, ey. Sag mal, wie oft denn noch? Ihr sollt da gemeinsam hingehen, weil ich möchte Jamie zu Hause besuchen, aber die sind ja nie da. Der war ja wieder mal in der Stadt einfach. Okay, warum auch immer sie sich nicht mit Aurora verstehen. Oder warum er sich nicht mit Aurora versteht. Schafft ihr das jetzt endlich mal? Leute, du hast auch das Auto. Jetzt packt die alle ein und fahr sie zu Jamie nach Hause. Es wird ja wohl jetzt hier mal funktionieren, oder? Oh, und sag mir nicht, du kannst das nicht, weil du da drin bist. Nimmst du wenigstens ihn mit? Okay. Er nimmt wenigstens Jamie mit. Dann fährst du jetzt mit Moritz hinterher. Hierhin gehen mit Moritz. Cool. Und könnt ihr jetzt vielleicht mal irgendwie Betty vorbeikommen? Ist die noch zu Hause oder was ist deren Problem? Nee, zu Hause ist sie nicht. Wo ist sie denn? Betty, willst du mal vorbeikommen? Diese Sims immer. Absolut unzuverlässig. Wirklich, absolut unzuverlässig. Es ist schlimm mit den Sims. So, ach ja, genau, ihr beiden. Würdest du vielleicht mal aufsitzen? Wäre cool. Also, wär wirklich schon ein bisschen, also. Oh, meine Fresse, so Amelie. Klar, hört sich gut an. Genau. Oh, ist sie das? Nee, ne, das ist ja nicht. Das ist Anthony. Ah, da ist Betty. Hallo, Betty. Schön, dass du da bist. Ich ziehe dich eben mal noch kurz um, weil du musst ja jetzt hier nicht unbedingt in deiner, ne? Grundfunktion, Outfit. Gehen wir mal ihr Alltagsoutfit, weil das sieht eigentlich ganz schick aus. So, na, du bist doch gerade hier richtig. Du bist doch voll richtig hier, Julian. Genau da, wo du stehst. So, schaffen wir das jetzt. Oh, ich hoffe, wir schaffen das jetzt endlich mal. Leute, das wäre richtig cool. 19 Uhr abends. Schaffen wir das jetzt? Ja. Nein, das sollte nicht nach dem klingen, wonach es gerade klang. Es ist. Ich freue mich einfach gerade nur, dass das hier auch mal funktioniert, vielleicht. Betty! Woo! Betty ist da! Ach ja, das ist doch schön, wenn was funktioniert. Leute, das ist so richtig schön. Genau, du kannst nach Hause gehen. Du kannst mal hier was futtern. Wie sieht es mit euch beiden aus? Ihr beide versteht euch super. Und ich würde dann gleich mal sagen, dass ihr euch gerne im Anschluss pflegen könnt. Mal gucken, wie schnell ihr das schafft. Ihr beide ziemlich stark stinkt. Und ja. Ne? Also. Dann kannst du vielleicht nochmal ein bisschen ausreiten. Im Galopp natürlich. Also in.
atemberaubender Geschwindigkeit, weil Aurora nun mal so wahnsinnig schnell ist. Aber, Leute, oh, wir können jetzt endlich hierher kommen. Yay, wir können endlich mal Jamie besuchen. Also ich meine, wir waren schon mal mit Jamie. Also wir waren schon mal bei Jamie zu Hause vor einigen Folgen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, aber ich wollte ihn einfach mal wieder besuchen. Nur die beiden sind halt immer so beschäftigt, Luisa und Jamie, dass man die halt echt nie zu Hause antrifft. Aber wir haben ihn in der Stadt angetroffen und gesagt so, hey, möchtest du uns nicht mal zu dir nach Hause einladen? Und da konnte er nicht anders als zu sagen, so, ja, klar, ich habe gerade Zeit. Er war ja immerhin schon mit uns essen. So, ich hoffe, die beiden haben jetzt wenigstens ihr Date hier. So, ich glaube, ihr seid jetzt alle da, ne? Ja, ihr seid alle hier. Wir sind alle hier drin. Wie sieht denn so unsere jeweilige Beziehung aus? Bei Jamie, guter Freund. Bei dir wahrscheinlich noch besser, oder? Oh ja, Halbbruder. Richtig gut aus. Und bei dir? Ich glaube, du kennst ihn nicht so besonders gut, ne? Wenn überhaupt. Oh, gar nicht. Gut, dann quatschst du mal ein bisschen mit Jamie, würde ich sagen. Ach so, du kannst uns da begrüßen. Oh, das ist nervig. Er ist ja. Wie viele Sterne hast du? Zwei. Ja, gut. Dann macht das nicht so viel Sinn. Was kannst du denn Schönes hier drin machen? Wir haben ja hier diese fette Villa. Mit Jamie und Luisa. Wir haben halt eine wirklich fette Villa hier. Das ist der Wahnsinn. Hab auch sehr lange gebraucht, das irgendwie einzurichten. Und ja, auch davon wird es noch ein Hausbauvideo geben. Irgendwann, wenn ich es hinbekomme. Aber ja, nicht jetzt. Haben wir hier gar kein. Oh, wir haben hier gar nichts zum. Ja, dann schwimm hier einfach mal ein bisschen. Und dann kannst du vielleicht mal ein bisschen mit Jamie quatschen. Herbeirufen. Und was kannst du denn Schönes machen? Was haben wir denn hier so? Haben wir hier oben nicht auch noch eine Sauna? Nee. Sauna habe ich dann, glaube ich, doch keine eingebaut. Dann kannst du. Was hast du denn so für Wünsche, Mädchen? Du möchtest dich mit einem Promi anfreunden. Und zwar mit Angel Lobos. Okay. Nee, das machen wir jetzt gerade nicht. Wir nehmen uns einen Tag Auszeit. Das heißt. Weiß nicht, du kannst hier mal ein bisschen fernsehen einfach. Ja, genau. Und ich hoffe, ihr beiden. Yay, habt euer Date. Sehr schön. Dann kannst du ja mal ihr Händchen halten. Komplimente über ihr Aussehen machen. Man hört im Hintergrund den Film. Verliebt im Arm. Mit dem Kino direkt nebenan. Alles klar, also merke nicht abends hier heiraten, weil dann hört man die ganzen Kinosounds. Dann doch lieber irgendwie in einer früheren Uhrzeit. Oh, und jetzt möchte ich einen Film gucken. Weiß nicht, ob wir das noch hinbekommen. Ich glaube nicht. Ist vielleicht jetzt beim Dingens-Konzert? Nee, hier auch nicht, oder? Nee. Warum hat sie denn den Wunsch, wenn das eh keiner erfüllen kann? Gott, wo galoppiert sie denn jetzt lang? Ach, mitten durch den Wald. Ach, schön. Das ist eine schöne Route, ihr beiden, ey. Ich lasse die beiden noch ein bisschen weiterlaufen. So. Wie sieht's aus hier? Ist Jamie hergekommen oder? Ja, der steht vor dir direkt. Sehr gut. Umso besser. Dann quatschen wir mit ihm noch mal ein bisschen. Komplimente über sein Haus machen. Definitiv. Ist ein ziemlich geiles Haus, finde ich. Und das sage ich nicht nur, weil ich es gebaut habe, sondern weil ich finde, dass es ganz gut geworden ist. Sagen wir es mal so. Dann können wir ein bisschen von Hunden schwärmen. Ich meine, er ist auch. Ist er ein Hundefreund? Ich weiß nicht. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass er was gegen Hunde hat. Sagen wir es mal so. Es gibt auch in Sims nur die Merkmale Hundefreund und sowas, Katzenfreund und so weiter. Aber es gibt nicht irgendwie was, dass man Tiere überhaupt nicht ausstehen kann. Was ich sehr gut finde. Also, so ein Merkmal braucht ja auch niemand. Aber, was wir mal erwähnt haben. Kannst ein bisschen im Wasserfall spielen. Ich meine, abends 22 Grad kann man schon mal ein bisschen im Pool spielen. So, küssen, verliebt umarmen. Und ich würde gern wenigstens, dass die beiden mal zusammenkommen. Eigentlich möchte ich sogar, dass die beiden, also dass er sich direkt mit ihr verlobt. Aber ja. Die Geräusche im Hintergrund sind super. Genau, dann quatsch mal ein bisschen mit deinem Schwager. Das passt schon. Und
Einmal gucken, wo Amelie gerade so steckt. Wow. Wow, was macht ihr denn da hinten? Direkt am Zaun der Welt grasen. Alles klar, Aurora. Da hast du dir bestimmt jetzt einen lang ersehnten Traum erfüllt. Galoppiert mal lieber wieder nach Hause, ihr beiden. Einfach wieder hierhin auf den Hof. Hierher reiten. Und ja, ich möchte lieber, dass sie reitet, anstatt zu galoppieren. Anstatt zu teleportieren, das meine ich. Finde ich irgendwie schöner. Und ihr seid schon sauber? Sie ist schon sauber? Mal eben gucken. Boah, du bist schon sauber. Und wie sieht's mit Salira aus? Da fehlt noch eine ganze Menge. Ich glaube, die machen das so Stück für Stück. Also erst muss das eine Pferd komplett gepflegt werden, dann das andere. Das heißt, es kann auch ein bisschen dauern. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr aber beide auf jeden Fall hier mal mit dem Pferdeball spielen. So, und dann werden wir dich gleich schon mal nach Hause bringen. Dann wirst du gleich schon mal nach Hause gehen. Hierhin gehen mit Moritz, mit Leon. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, dass du direkt schon. Na naja, gut. Warte, dann machen wir das doch nochmal. Dann gehst du erstmal schon mal mit Moritz nach Hause. Das wäre vielleicht ein bisschen praktischer. Warte. So. Hierhin gehen mit Moritz. Dann gehst du schon mal mit deinem Sohn nach Hause. Ist ja auch ein bisschen spät und alles. Da sollte der Kleine vielleicht schon mal langsam ins Bett gehen. Der muss ja morgen auch wieder zur Schule. So, wie sieht's mit euch eigentlich aus hier? Was habt ihr eigentlich hier für einen Blödsinn vor? Einfach nur nein, Leute. Einfach nur nein. Dann kannst du hier mal pieseln und dann kannst du schlafen gehen. Und du, mein Kleiner, warum hast du denn jetzt kein Soziales? Du hast dich doch die ganze Zeit mit dem Hund beschäftigt. Bist du doof? Ja, müssen wir uns auch auf jeden Fall gleich nochmal drum kümmern. So, Betty hält Julian für unwiderstehlich. Na, dann können wir sie doch fragen, ob sie mit uns zusammen sein möchte. Oh, Handy. Ignorieren. Nichts kann so wichtig sein wie Betty. Cusa Warte, wir machen das mal lieber so. Da ist es nicht ganz so, alles nicht ganz so verschwommen. Melino? Na, sehr schön. Und wollen wir sie auch direkt bitten? Unsere, also, ne? Ich kann ein bisschen rumschmusen schon mal. Vielleicht können wir auch schon mal ein Ständchen bringen. Können wir nochmal die Wange streicheln. Weil wir können auch nochmal zusammen ein romantisches Foto aufnehmen. Ich weiß gar nicht, ob wir das vorher schon gemacht haben. Und dann kannst du der Guten auch mal ein Ständchen bringen, ne? Für Betty natürlich. Oh. Doch, doch, passt. Gut, seid ihr denn mal da, ihr beiden? Oh, ihr braucht doch noch ganz schön lange, ne? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das schneller geht bei euch. Na, er ist richtig stolz, dass sein Sohn die Schule abgeschlossen hat. Na, und das war jetzt der erste. Wir haben noch zwei andere Söhne. Nicht zwei andere Söhne, wir haben noch Amelie. Wir haben noch einen Sohn und wir haben noch eine Tochter. Ich weiß auch nicht, warum ich zwei andere sehe. Ich meinte eigentlich zwei andere Kinder. Deswegen habe ich das so komisch gesagt. Aber ja. Und wir können auch mal ein bisschen über Politik diskutieren. Und dann können wir nochmal ihn freundschaftlich umarmen und dann kannst du auch nach Hause gehen. Huch. Dann kannst du auch nach Hause gehen. Genau. Dann haben wir nämlich sehr viel mit unserem Schwager Jamie gequatscht. Du bist auf dem Weg nach Hause. Du bist schon da. Das ist schon mal gut. Dann können wir schon mal absteigen. Und ja, dann schicken wir dich einfach auch mal ins Bett, ne? Beziehungsweise kannst du eigentlich auch mal. Oh, genau. Dusche sauber machen, duschen gehen, schlafen. Und dann würde ich auf jeden Fall auch Moritz gleich schlafen schicken, sobald er da ist. Was ist er denn? Ach so, die fahren da noch den Umweg. So, wie sieht es mit euch beiden aus? Manches Foto? Oh, sag mal, warum klingelt das denn die ganze Zeit bei dem Arm? Hä? Nein. Warum kann ich denn den Anruf gerade nicht ignorieren? Ach so, weil er gerade das Handy benutzt, ne? Ja, in der Diskothek können wir tanzen, alles gut. Wo gehst du denn jetzt hin für das Ständchen? Ach so, er geht doch, er bleibt doch da stehen, alles gut. Wow, mit Regenschirm. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber schon gut. Mit Betty Jam auch.
Na. Genau. Da. Ihr seid da. Du bist ja dann auf dem Weg nach Hause. Du bist schon mal hier. Sehr gut. Und dann kannst du, mein guter Moritz, auch direkt schlafen gehen, ne? Und du kannst direkt schon mal hier den Napf füllen. Dann kannst du, können wir mal gucken, ob wir hier, genau, Käfig, Futter, Toilette, schlafen. Gut, du gehst schlafen, du gehst schlafen, du gehst schlafen, du kommst noch nach Hause. Ja. Wie sieht's bei den Pferdis aus? Ganz gut soweit. Nein. Nein, 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 nein. Also prinzipiell ja, Aurora, prinzipiell ja. Aber du solltest erstmal noch ein bisschen Heu fressen und was trinken. Und dann kannst du erstmal nochmal in den Stall gehen. Weil wäre ganz gut, wenn Flame vorher vielleicht nochmal piesen gehen könnte. So, du bringst ihr das Ständchen, was super süß ist. Ich glaube, das mit dem. Oh, wie sie sich freut gerade. Oh, ist ja knuffig. Nimmst du deine Gitarre auch wieder mit? Ja. Alles klar. Dann können wir vielleicht nochmal sie bitten, in die Sterne zu schauen. So. Und dann einmal nochmal hier nach Flame schauen. Düdü. Eintreten. Pieseln. Dann dahin gehen, damit du dann da schlafen kannst. Und du kannst auch schon mal hier hingehen. Genau. Und Aurora geht dann danach nämlich ihr Nickerchen machen, ne? Nicht jetzt schon. Oh, Toffi schläft auch schon längst. Okay, cool. Auch Leon ist jetzt endlich auf dem Weg. Kann Leon hier nochmal duschen gehen. Wer war noch duschen? Genau, Amelie, ne? So, kommt das in Amelies Wäschekorb. Okay. Schaut ihr beiden ein bisschen in die Sterne? Okay, müssen noch hingehen. Aber werden sie gleich machen. Dann kannst du nochmal das Badezimmer benutzen. Dann können wir vielleicht zu Betty nach Hause gehen. War jetzt so ein bisschen meine Idee. Ach nein, die. Okay, Leute, ihr wisst, dass das bescheuert ist, weil hier drüber ein Dach ist. Ihr wisst, dass halt, dass wenn ihr jetzt da in die Sterne schaut, dass das total sinnlos ist, ne? Also, ne? Da sind halt keine Sterne. Leute, da seht ihr nichts. Ist Ihnen das klar? Ist Ihnen das klar, dass Sie da keine Sterne sehen? Das ist die Decke eines Dach. Und ich meine, okay, ein paar Sterne kann man von da aus jetzt schon sehen, aber ich weiß nicht, ich hätte mir einen schöneren Ort rausgesucht. Obwohl, vielleicht ist das so ein bisschen der Ort von wegen so. Aber Julian, ich möchte nicht raus in den Regen gehen. Aber die Sterne hier sind so schön. Lass uns doch einfach hier an den Rand der Veranda oder der Überdachung setzen und die Sterne zuschauen. Oder die Sterne anschauen. Ich meine schon, okay, macht schon Sinn. Ist okay. Geht. Geht so. Okay, dann kannst du nochmal das Badezimmer benutzen und dann würde ich vielleicht mit Betty zu ihr nach Hause gehen. Außer sie sagt jetzt, Ja, du sollst ja auch gehen. Alles gut, Julian. Ja, ist schon okay. Ist schon okay, mein Guter. So, du möchtest Freddy als Freund gewinnen. Blablub, egal. Du bist ja auch schon zu Hause, ne? Dann kannst du noch mal da ins Badezimmer gehen, kannst dann schlafen. Oh, wie ich es immer hasse, diese Dinger bewegen zu müssen. Oder wie das dann einfach nicht will. Genau. Du schläfst. Wir haben ja morgen dann den Musetag. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, wie wir den Musetag gestalten können, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich zu der Zeit schon, also wie das da aussehen wird, ob ich da dann schon die nächste Folge aufgenommen habe, weil, ja, das immer ein bisschen schwierig ist. Mit, wann nehme ich die nächste Folge auf? Aber tendenziell würde ich natürlich gern warten, bis ihr irgendwie was dazu schreibt. Wenn ihr irgendwelche Wünsche für den Musetag habt, dann nennt sie mir gern. Dann gucken wir mal, ob ich die noch erfüllen kann.
Genau. Ach ja, wir haben ja hier auch Ginger. Eine Idee wäre ja. Warum kann ich hier nicht eigentlich einfach mit ihr hingehen? Warum kann ich mit der Verabredung nicht hier hingehen? Warum geht das nicht? Ah, da kann ich mit der Verabredung hingehen. Alles klar. Ach, ich kann da nicht reingehen. Ach, jetzt verstehe ich. Okay. Das ist quasi noch so drinnen. Ja, ihr habt ja auch gefragt, ob Toffee vielleicht mit Jamie, nicht mit Jamie, mit Julian mitkommt. Aber ich finde halt schon eher, dass er ein Familienhund ist und nicht einfach nur Julians Hund. Deswegen nein. Aber die haben ja hier die kleine Ginger. Und vielleicht, wenn er mit Betty zusammenzieht, nehmen sie einfach die kleine Ginger mit. Weil das vielleicht Bettys Hund ist. Das kann ja sein. Und das vielleicht ganz gut zu den beiden passt, dass sie dann noch die kleine Ginger haben. Und ich nehme zumindest an, dass es die kleine ist und nicht der kleine. Ich weiß nicht, bei Ginger kann man das ja so genau nicht sagen. Und ja, das wäre jetzt so meine Idee, dass wir die dann mitnehmen und dass sie dann da wohnen. Das wäre doch eigentlich ganz süß. So, da seid ihr beiden. Und dann würde ich nämlich gern hier, wenn sie auch da ist, komm, geh auf dein Grundstück. Genau, sehr schön. Ja. Interessant. Mit Verabredung Grundstück besuchen funktioniert. Aber ich meine, sie ist die Verabredung. Und er wollte ja sowieso sie fragen, ob sie da hingeht. Aber naja, und sie sind auch beide schon auf dem Grundstück. Sims-Logik, Sims-Logik. Warum schläfst du? Ich weiß nicht. Sophia wacht irgendwie immer. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, hat sie einen leichten Schlaf oder sowas? Sie wacht irgendwie immer auf, sobald ihr Mann schlafen geht oder sowas, habe ich das Gefühl. Das ist total komisch. Übrigens, die haben halt auch nur noch 17 Tage, bis sie älter werden, bis sie Senioren werden. Und sie hat noch 20 Tage. Also noch bevor Amelie eine Erwachsene wird, wird Sophia eine Seniorin und Leon wird am gleichen Tag ein Senior. Nur so zur Info. So, dann fragen wir sie mal, ob wir reinkommen dürfen, ob wir bei übernachten dürfen, quasi. Das fragen wir direkt danach. Ja, wir Ja. sind doch gerade auf dem Weg. Alles gut. Die Verabredung war wirklich nett. Wow. Danke, Betty, ey. Kann ich über Nacht bleiben, bitte? Einmal fragen und dann gehen wir auch direkt ins Bett schon und alles. Komm, Betty. Ah, Betty, können wir über Nacht bleiben, bitte? Bitte, 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 Betty. Komm schon, Betty sagt ja. Wie geht's dem Pferdis? Warum frisst du, statt zu schlafen? Warum ist... Was soll denn der Mist hier? Nein! Sag mal, Salira! Was soll denn der Mist hier schon wieder? Nein, einfach nur nein, Salira. Raus da. Raus aus dem Stall. Das ist nicht dein Stall, Salira. Der gehört jetzt dem Einhorn. Es tut mir leid. Aber mit einem Einhorn hat man, also wenn man halt ein Horn hat auf der Stirn, bekommt man Privilegien. So ist das eben. Klar, fühle ich ganz wie zu Hause. Sehr schön. So. Ja, nachdem wir uns hier wie zu Hause fühlen, gehen wir doch direkt in das Bett der Eltern. Oder? So, willst du sagen, das ist eine gute Idee? Gehen wir mal dahin. Laden wir sie ihn ein. Wo geht sie hin? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich auf Klo oder so, ne? Ja, die geht auf Klo. Dann gucke ich einmal nochmal nach Flame und nach Salira. Wie es euch beiden hier so geht, ne? Willst du da jetzt einfach mal ein Nickerchen machen, meine Gute? Geh doch einfach mal dahin, wo ich dir das sage. Sehr schön, Salira. So muss das sein. So, und dann können wir bei Julia noch die gute Betty ins Bett einladen. Und dann sollte das doch klappen. Weiß gar nicht, ist das Julians erstes Johnny. Mal? Ich glaube ja, ne? Weil, gut, stimmt, klar. Als Teenager kann man das ja nicht. Also. Dann, ne? Geht das ja nur jetzt. Ja, der gute Julian wird erwachsen. Oder so. Also nicht, dass er das nicht schon zu seinem Geburtstag war, aber naja.
Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, du kannst ein bisschen Sammelobjekte schnüffeln. Ist halt auch eine doofe Idee von dir gewesen, Toffi, mitten, also so früh zu schlafen, weil jetzt ist halt kein anderer wach. Kein Wunder, dass du dich dann einsam fühlst. So, ja, na dann, würde ich mal... Oh Gott, diese Tapete, das ist ja der absolute Schrecken. Mach lieber das Licht aus. Warte, wir machen mal lieber das Licht aus. Dann ist es vielleicht erträglicher hier. Aber dieser Raum, der sieht so schrecklich aus, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall würde ich mich dann hier an der Stelle verabschieden mit Julian und Betty, die beide sehr glücklich und frisch zusammen. Oh, da kommen gerade die Eltern nach Hause. Hi. Das haben sie ja zum Glück noch nicht mitgekriegt. Ne, die stehen ja noch draußen. Ja. Schlaf mal. Ich weiß nicht, was sie macht. Sie kann auch woanders schlafen, aber er wird es auf jeden Fall schlafen. Ja, also die Eltern werden es noch nicht mitgekriegt haben, aber passt schon. Auf jeden Fall würde ich an der Stelle jetzt mich hier von euch verabschieden. Das, ja. Das war doch auf jeden Fall mal ein Date, was ein bisschen erfolgreicher lief, auch wenn es noch nicht ganz so nach Bettys Geschmack war. Ich glaube, Betty hat ein bisschen höhere Ansprüche, aber das wird schon, das wird schon. Und sollten wir uns auch hier mit den Simovic-Eltern anfreunden. Und ja, auf jeden Fall dauert das noch ein bisschen, bis Julian arbeiten kann. Morgen ist erstmal Musetag. Bin gespannt, was wir da so machen. Und zur Not werde ich hier wieder den Regen wegcheaten, weil es sehr nervig ist. Aber ja, dann war es das erstmal von mir. Und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Bis zum nächsten Mal.